Aloha und willkommen zu dem Prolog von Novalands. Wir spielen heute Novalands Emilias Mission und ihr fragt euch vielleicht, hä? Aber das Spiel, das gibt's doch gar nicht mehr auf Steam, das ist doch gar nicht mehr verfügbar. Wie kannst du das spielen? Wie schaffst du es, den Prolog zu spielen? Und ja, ich habe leider überhaupt nicht mitbekommen gehabt, dass es eine Demo dazu gab, beziehungsweise eben diesen Prolog mit Emilia. Und das eigentliche Spiel ist nämlich mittlerweile schon draußen. Es ist rausgekommen. Vor kurzem erst. Es ist noch gar nicht lange draußen. Und ich habe den Prolog komplett vercheckt. Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Und auf Steam ist der Prolog nicht mehr verfügbar. Aber, ja, ich bin ja intelligent. Ich kann Google benutzen. Ich weiß, wie man Google benutzt. Und ich habe gesehen gehabt, dass es den Prolog noch auf itch.io gibt. Ich verlinke euch das auch in der Infobox, falls ihr eventuell auch noch den Prolog spielen wollt, weil ihr vielleicht gar nicht wisst, ob das Spiel, das Hauptgame, überhaupt was für euch ist. Und da kann man es noch runterladen als eine ZIP-Datei. Und dann startet man das Spiel einfach. Gibt es auch schon auf Deutsch. Deutsch, Englisch, Französisch. Ich habe ganz viele Sprachen gesehen gehabt. Und ja, was will ich hier eigentlich machen? Ich denke, ich hab mich darüber jetzt noch nicht so großartig informiert, weil ich das gerne mit euch natürlich mir anschauen wollte. Wir bauen hier auf jeden Fall Sachen ab. Das heißt Ressourcen, ja. Hier unten sehen wir es. Unsere ganzen tollen Ressourcen, die wir haben. Ein Zweig, ein Stein, Eisenerz und eine Beere. Und hier können wir, glaube ich, Sachen herstellen. Guck mal, hier ein Schmelzofen. Verwendet Wärme, um Materialien in fortschrittlichere umzuwandeln. Na komm, dann nehmen wir den doch hier direkt mal dahin. I. Wähle ein Rezept. Ich wähle ein Rezept. Holzkohle. Wir können Holzkohle machen. Ich glaube, das hier können wir noch nicht, weil wir haben zwar Steine, aber wir brauchen Holzkohle dafür. Und deswegen müssen wir erstmal Holzkohle machen. Holzkohle. Und dann packe ich hier meine Zweige rein. Und dann machen wir aus den Zweigen jetzt Holzkohle, wenn ich das richtig verstehe. Komme ich hier auch wieder mit E komme ich auch wieder raus. Okay, machst du das jetzt automatisch? Ich glaube ja. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Dann bauen wir doch hier noch mal ein bisschen mehr ab. Wir brauchen ja dann auch Steine. Steine und Zweige brauchen wir ja auch weiterhin. Ich glaube auch, dass das hier alles wieder respawnt nach und nach. So habe ich das zumindest mitbekommen. Also wir können hier ganz, ganz viele Ressourcen abbauen, aber die respawnen einfach nach einer Zeit. Also wir haben nicht irgendwann eine komplett leere Insel. Das sollte nicht passieren. Ich weiß gar nicht, ob wir schlafen müssen. Ach, wir ackern einfach durch, das wird schon. So, flupp. Flopp. Guck mal, da ist auch so ein Bienennest, so eine Wabe. Kann ich die auch abbauen? Die hat keinen Fortschrittsbalken. Schade. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier irgendwie so Monster oder sowas gibt. Ich hoffe nicht. Aber es kann natürlich sein, wir sind auf einem fremden Planeten abgestürzt. Ja, guck mal, da haben wir jetzt unsere Holzkohle. Sehr, sehr schön. Wir können hier, glaube ich, sogar noch... Können wir hier noch mehr reinpacken? Ich weiß nicht, ich denke mal schon. Aber das heißt aber eigentlich, wir bräuchten noch einen Ofen. Eigentlich wäre noch ein Ofen ganz praktisch. Komm, ich baue hier noch einen Schmelzofen hin, direkt... Nehmen den. Dann können wir hier nämlich schon hier diese modularen Ziegelsteine machen. Dafür brauchen wir Steine, haben wir, und Holzkohle. Ist jetzt nicht so viel, die wir machen, aber wird schon. Kann ich die hier auch einfach drauf stacken wieder? Ja. Und ich glaube, so geht es halt die ganze Zeit weiter. Was haben wir hier? Versorgung. Sauerstoffgenerator. Dafür brauchen wir 6 von diesen modularen Steinen, nicht Zweigen. Und das da? Das gehört zu dem hier, oder? Eisenerz.
Dann ist das wahrscheinlich ein Eisenbarren. Okay. Müssen wir mal gucken. Was ist das hier? Ein Wasserball. Oh. Okay. Ui, 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 ui. Da kommen aber viele raus. Ich dachte, da kommen gar nicht so viele bei raus. Oh. Ja, gut. Extrahiere den Pot, um Ressourcen zu haben. Ach, den kann ich auch kaputt machen. Okay, dann haben wir nichts gesagt. Ach so. Nee, das war mir nicht bewusst. Das ist die Kapsel, mit der wir hier abgestürzt sind. Oh, wer bist du denn? Hallo, Schnuffi. Oh. Für, oh. We can pet the dog. Oh. Okay, das 10 von 10 Spiel. Guck mal, er kommt mir sogar hinterher. Oh, schön. Hier fehlt jetzt eine Holzkohle. Ich wusste gar nicht, ich dachte, aus diesen beiden Ressourcen kommt nur einer, aber wir haben richtig viele rausbekommen. Hallo, wer sind Sie? Kann ich sie... Kann sie nicht abbauen, okay. Na gut, was machen die? Zoom, zoom, zoom. Ah, oh. Entschuldigung, ich... Oh, oh. Ich glaube, da saß ich zu nah dran. Es tut mir leid. Ja, Bienerich, es tut mir leid. Ich wollte nicht die Beeren klauen. Hier, nimm. Nimm doch. Und ich stehe... Oh. Ich wollte gerade sagen, ich stehe jetzt extra weiter weg. Okay. Ja, Bienerich, nimm die Beeren mit und dann wahrscheinlich hier rein. Wir beobachten. Ach, deswegen kann ich das wahrscheinlich auch nicht abbauen. Oh. Oh nein, ha, Herr Bienerich, es tut mir leid. Oh nein, Herr Bienerich, es tut mir leid. Was ist das? Ich kann es nicht mitnehmen. Ah! Oh nein. Ich glaube, ich habe deren Kind jetzt geklaut oder so. Ich kann aber auch Herr Bienerich nicht angreifen. Oh je, oh, das tut mir jetzt leid. Ah. Ich glaube, ich habe deren Kind geklaut. Oh nein. Ich habe das Kind entführt. Beziehungsweise es liegt ja doch da, aber naja. Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon brauchen. Können wir hier noch was machen? Schmelzofen? Das ist noch ausgegraut. Versorgung. Wir sollten das hier jetzt erstmal machen, Sauerstoffgenerator. Aber wenn ich den Sauerstoffgenerator baue, dann... Also, dann brauche ich ja plötzlich Sauerstoff, oder? Das heißt, wenn wir ihn nicht bauen, brauche ich keinen Sauerstoff. Aber wenn wir ihn nicht bauen, dann komme ich wahrscheinlich auch nicht weiter. Also. Edge. Ah, okay. Den bauen wir. Wo bauen wir den denn ein bisschen hin? Ich will die nicht alle so nah aneinander bauen. Gib es dahin. So. Da ist schön. Nachfüllen. Ah, da brauchen wir die Wasserbälle für. Ah, guck mal, siehst du, jetzt geht mein Sauerstoff flöten. Oh, Doku, ich hoffe, ich muss dich nicht füttern. Vielleicht kannst du dich mit Herr Bienerich zusammentun. Vielleicht kannst du dir da eine Biene snacken. Genau, eine Beere snacken. So. Okay, dafür brauchen wir hier die denn. Ist halt super chillig, ne? Es ist ein super, super chilliges Spiel. Hier einfach so ganz entspannt so ein paar Sachen abbauen. Du hast einen süßen Doggo, der dir noch hinterherläuft. Ah. Okay, jetzt geht hier der Sauerstoff langsam hier oben runter. Okay. Ich weiß auch gar nicht, brauche ich Essen? Ich meine, ich finde ja hier auch Beeren, ne? Essen, ich kann sie essen. Ich glaube, die heilt mich nur, oder? Bin gespannt. Wir haben an der Seite jetzt auch nochmal was Neues. Aber lass mich das hier erstmal kurz noch abbauen. Hier vor allem das Eisen. Was ist das hier für eine Linie? Oh, bin ich hier raus aus dem Bereich wahrscheinlich, ne?
Ja, guck mal, hier füllt sich das dann immer wieder auf und da wäre ich wahrscheinlich raus aus dem Bereich. Dass es mir Sauerstoff geben kann, das Ding. Oh, Doggo. Doggo schläft. So, den können wir hier wieder nachfüllen. Okay, was habe ich hier? Forschung. Forschungsstation. Ja, ich habe 62 von 12. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viele gemacht. Es wäre durchaus möglich, dass ich zu viele hergestellt habe. Aber die brauchen wir auch bestimmt noch. Warte mal. Apropos zu viele herstellen. Es werden immer mehr. Dann kann ich hier noch was anderes herstellen? Nee. Was anderes kann ich bisher noch nicht. Dann bauen wir die Forschungsstation. Bauen wir die Forschungsstation? Hier nehmen. So. Was können wir hier machen? Okay. Ja, siehste, dafür brauche ich jetzt 20. Es war gut, dass ich viele gemacht habe. Massenproduktion. Okay, Massenproduktion. Entdeckersbedürfnisse 1. Automatisierung. Hier fängt das an, was ich meinte, mit, dass wir wahrscheinlich dann irgendwann das auch alles automatisieren und dass wir halt so Systeme bauen. So Base Building und dann wird das alles noch automatisiert. Dann müssen wir das nicht mehr machen. Dann machen das andere für uns. Vielleicht ja Herr Bienerich. Lager, Jet Lager. Oh Mann. Ich brauche mehr Inventar, das habe ich gesehen. Jetpack, Zusatzinventar. Da, das ist gut. Das hätte ich gerne. Energiegewehr, Lager 2. Hier sind noch unbekannt. Ja, okay, dann gehen wir doch hier erstmal rein, ne? Dann können wir nämlich die Eisenbarren herstellen. Ich habe mich schon gewundert, weil ich habe ja nur Eisenerz. Kupfer habe ich noch gar nicht gesehen. Kupferbarren. Reine Form von Eisen, reine Form von Kupfer. Habe ich noch nicht. Kupfer habe ich noch nicht gesehen hier. Achso, warte, hier. Nee, Forschung. Flup. Rezept herstellen in dem Ofendings. Okay, dann können wir das da jetzt herstellen mittlerweile. Können wir hier einmal kurz rein? Ah, Mist, dafür brauchen wir auch Holzkohle. Wir brauchen mehr Zweige. Weil wir haben keine mehr. Wir brauchen nämlich Holzkohle. Dann nehmen wir das hier noch mit. Dann brauchen wir die ganzen Zweige erstmal. Gott, ich vergesse immer auf mein O2, also auf meinen Sauerstoff zu achten, aber ich glaube, das ist alles noch okay hier. Ich nehme die Wasserbälle trotzdem mal mit. Guck mal, jetzt habe ich das mit. Nahrhaftes Ei. Oh nein, das ist wirklich ein Ei von denen. Oh. Kann ich es da wieder reinpacken? Oh. Da. Hier haben wir gerade auch gesehen gehabt, wie das einfach nachspawnt oder da unten. Ist mir jetzt erst bewusst aufgefallen. Hat man bestimmt auch schon vorher gesehen. Also, wir brauchen erstmal weiterhin Holzkohle. Dann produziere mal ganz entspannt Holzkohle. Und ich baue hier so lange noch ein bisschen was ab. Ja, wir haben halt nur 6 Inventarfelder unten, ne? Ist nicht ganz so viel. Ich habe auch das Gefühl, das Spiel könnte ruhig ein Ticken lauter sein, ne? Komm, wir gehen hier mal kurz rein. Machen das ja alles noch mal ein bisschen. Wer sind Sie? Hallo? Sind Sie böse?
Ja. Doggo streicheln. Der macht random irgendwelche Sachen kaputt? Der, oh ja, macht er. Okay. Aber okay. Ja, warum nicht? Und die sammeln halt hier immer diese Beeren. Könnte ich ja auch wieder, ne? Was passiert, wenn ich die alle esse? Kann ich nicht. Ich kann 4 Stück auf einmal essen. Und das ist, glaube ich, einfach nur, wenn mein Leben runtergeht, dass ich es damit wieder auffülle. Das heißt, eigentlich bräuchte ich die noch gar nicht. Die sind noch gar nicht so essentiell. Bräuchte ich gar nicht mitnehmen. So. Hier nochmal ein paar Wasserbällchen. Nachfüllen. Mehr Zweige. Ich habe auch gesehen gehabt, man kann das Spiel auch mit Controller spielen. Aber es war mir ein bisschen zu umständlich. Bin ich ehrlich. Also das Abbauen war ein bisschen entspannter, weil es das automatisch einfach die Sachen anvisiert. Ja, hier muss ich jetzt selber mit meiner Maus Dinge tun. Aber hier in dieses Menü zu kommen, war ein bisschen umständlicher. Das fand ich denn doof. Logistik, da können wir aber noch nichts machen. Forschung? Aber ich brauche nicht noch eine Forschungsstation. Wir haben ja eine. Ah, für die nächsten brauchen wir Eisenbarren. Okay. Okay, dann müssen wir wirklich zusehen, dass wir Eisenbarren rankriegen. Lass es dir schmecken. Oh nein, jetzt habe ich hier. Ich pack das einmal weg. So, wir brauchen hier das jetzt. Das heißt einmal das und einmal das. Oh, jetzt sind die Steine rausgeflogen. Das ist okay. Könnten eigentlich auch mehr Öfen herstellen, dann würde das alles ein bisschen flinker gehen. Aber ich habe auch Zeit. Ich habe Zeit, ihr habt Zeit. Und wenn nicht, dann könnt ihr auch vorspulen. Doppelte Geschwindigkeit, keine Ahnung. Ich lasse es doch immer ganz gerne ein bisschen entspannter angehen. So, ich esse das jetzt mal auf, weil bisher brauche ich das nicht. Aber wir müssen auch gleich gucken, dass wir hier vielleicht noch irgendwie was anderes hinpacken. Oh nein, nicht zerlegen. Ich brauche mal 3. Dann macht er noch ein paar. So. Der macht halt wirklich einfach Sachen kaputt. Rapum. Oh nein, jetzt habe ich das Ei wieder eingesammelt. Willst du ein Ei? Ich meine, der baut für mich theoretisch ja mit ab. Also von daher habe ich da jetzt nicht so viele Probleme mit. Dann mal, die muss ich kurz wegschmeißen. Ja, hier, jetzt kommt hier Inventarmanagement, was ich nicht besitze. Mann. Wieso schlecht denn sowas? Guck mal, einen haben wir jetzt. Okay. Dann könnten wir Entdeckers Bedürfnisse machen oder ein Jetpack. Für die Automatisierung brauchen wir noch mehr. Und auch fürs Lagern. Ich glaube, ich nehme das hier erstmal. Guck mal, dann haben wir ein Radar, wird verwendet, um neue Biome in der Nähe zu entdecken. Eine Werkbank wird verwendet, um wichtige Vorräte wie Bots und Medikits herzustellen. Und das Medikit heilt dich sofort und behandelt deine Wunden. Das hört sich auf jeden Fall besser an für einen Anfang als das Jetpack. Boostet dich herum, hüpft zwischen den Inseln hin und her, wobei das auch cool ist. Das ist. Ja, ich meine, wir kriegen eh alles. Komm. Ach, das brauche ich gar nicht. Ich will mal Zielsetzen machen, aber das brauche ich doch gar nicht. So. Das haben wir jetzt erforscht. Forschung? Guck mal, was das alles braucht, das Radar. Und die Werkbank braucht das auch. Okay.
Ja, dann brauchen wir doch noch viel mehr Holz. Beziehungsweise Holzkohle. Ja, wobei, ich glaube, das reicht sogar, was da drin ist. Es sind ja 7, mit dem jetzt, da kommt ja jetzt noch einer rein, dann sind es 8. Ja, doch, ich glaube, das geht schon klar. Wir müssen nur warten. Was bauen wir denn zuerst? Einen Sauerstoffgenerator brauche ich nicht. Das heißt, wir hätten die Werkbank. Ich glaube, die wäre schon ganz nett. Wie wird verwendet, um wichtige Vorräte wie Bots und Medikits herzustellen? Wobei, Bots und Medikits jetzt vielleicht auch nicht. Eher dieses Biome-Ding hier. Um neue Biome in der Nähe zu entdecken. Das heißt, wir brauchen insgesamt 4, weil der kostet 3. Und dann das Jetpack noch dazu. Kostet ja auch nochmal. Oh, warte mal, ich könnte... Oder wie war das? Achso, mit STRG und so, dann habe ich die Hälfte, okay. Und dann können wir hier auch nochmal die Hälfte nehmen. Und die Bären schmeiße ich kurz weg. Und dann können wir hier reingehen und können das auch nochmal mit produzieren. Ich will hier nicht alles mit Öfen vollklatschen, dann müssen wir halt auch mal kurz warten. So, dann stellen die beide jetzt die Sachen her. Das heißt aber auch, auf anderen Inseln habe ich keinen Sauerstoff. Ist das Pu? Das ist Pupu. Ja, danke. Nein, jetzt nimm das doch nicht auf. Säuergegenstand würde ich sagen. Ja. Ja gut, wir haben Tiere. Tiere machen Pupu. Es ist, ja, okay. Oh, ich dachte gerade, das Wildschwein greift Mr. Herr Bienerich an. Das wäre nicht so schön. Ja, stimmt, wir brauchen, glaube ich, auch ein anderes Biom, um überhaupt Kupfer herzustellen. Kupfer haben wir ja hier immer noch nicht. Oder Kupfer ist verdammt selten. Ich meine, das kann durchaus auch möglich sein. Oh Mann, du kannst doch nicht die Stöcker essen. Das schmeckt doch nicht. So. Das ist auch fast fertig. Warte mal. Dann können wir hier nochmal in die Forschung reingehen. Dann hole ich mir jetzt nämlich noch das Schild. Ich will nur mal Zielsetzen klicken. Ich habe eher das Bedürfnis, auf Blau zu klicken, als auf Orange. Okay, haben wir den dann jetzt einfach? Zusatzinventar. Mehr Platz für Gegenstände. Ich mach das mal. Ist eigentlich das bereit? Sehr schön. Habe ich jetzt mehr? Oh, ich habe 2 Slots mehr. Nice. Das ist genau das, was ich brauche. Aber... Wert hast du, um das Jetpack zu verwenden? Okay. Kann ich so hin und her jumpen. Aber... Ich habe hier noch keine anderen Biome entdeckt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall den Biom-Dings. Was? Oh, Sauerstoff! Sauerstoff! Oh nein! Sauerstoff! Nein! Sauerstoff! Oh nein! Ist nicht gut! Okay, alles gut. Puh. Oh Gott. Ich dachte gerade, was ist das für ein Geräusch? Wo kommt es her? Warum ist es? Das war die Sauerstoffzufuhr. Verdammt. Fast wäre ich erstickt. Die produzieren da immer noch fleißig weiter. Forschung. Radar. Hier, das brauchen wir.
stelle ich denn das Radar am besten hin? Das, ich habe doch keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich wieder Tierpupu eingesammelt. Ich glaube, ich packe das Radar hier. Entsperren für zwei. Also kann ich erstmal nur das hier gleich entsperren. Okay. Jetzt habe ich Tierkacki eingesammelt. Das braucht man bestimmt noch für irgendwas zum Düngern oder so. Bestimmt. Okay, dann kann ich aber den hier freischalten. Oh, das sieht ja ganz anders aus. Ich dachte, das wäre so ähnlich. Aber nein. Das ist ja ganz, ganz anders. Yay, nochmal Tierpupu. Die brauchen jetzt hier Holzkohle. Und der jetzt auch gleich. Das heißt, die sind soweit durch. Die machen jeweils noch einen. Einen Barren. So, mal gucken. Versorgung. Die Werkbank. Ich glaube, die Werkbank stelle ich aber noch nicht dahin. Ich baue den hier erstmal ab. Wird die Werkbank. Werkbank, genau. Die Werkbank nehme ich gerne. Nicht das hier? Da. Hier nebenstellen. So. Ach, Doggo. Doggo ist schon Feini. Ja, du bist ein richtig doller Feini. So, das nehme ich wieder mit. Wobei, ich könnte die auch einfach hier einlagern. Dann hätte ich mehr Platz. Was ist mit der Puma? Ich pack die einfach mal raus. Und das Ei auch. Hm, wobei, ich hätte es vielleicht nicht vor bei der Werkbank packen sollen. Naja. Ja, direkt wieder eingesammelt. Hm, toll, danke. Ich könnte es auch löschen, aber ich glaube, das ist wichtig noch, das Ei. Pack das jetzt zu denen da. Und die Pupu lösche ich, komm. Der, ne, der kackt mir hier sowieso noch die ganze Insel voll. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Wir haben das hier. Was machen wir daraus? Ah, verdammt, siehst du, da brauchen wir die jetzt. Medikit. Alles gut. Ich brauche nur die Eier, um Sachen zu machen. Um ein Medikit herzustellen. Also alles gut. Tut mir leid. Muss ihre Kinder leider entführen. Bis jetzt habe ich nur. Hier sind ganz schön viele jetzt. Jetzt habe ich gar keine Bären mehr hier. Weil die hier hin und her düsen. Hallo? Ich brauche noch so einen Bärenbusch. Ich wollte hier sein, aber. Drei Stück brauche ich. Können wir es nicht umgedreht machen? Nein. Meins. Oh Mann. Die stressen ja schon ein bisschen, ne? So ein bisschen? Ich würde gerne eigentlich noch das Medikit herstellen. Ich meine, das können wir bestimmt irgendwie gebrauchen. Wo willst du hin? Wenn die irgendwo hin wollen, dann ist irgendwo wieder was gewachsen. Da. Haha. So, jetzt. Medikit bitte einmal herstellen. Dankeschön. Das sind sogar drei. Ach. Benutzen, auswählen. Okay. Dann würde ich sagen, dadurch, dass das hier alles ein bisschen länger geht, als ich dachte, dass wir da in der nächsten Folge weiterschauen und dann gehen wir mal rüber auf die andere Insel. Und oh, wir könnten auch Automatisierung, also wir können hier so viel machen. Uiuiuiui. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!